Liebe Schützenbrüder, liebe Schützenfrauen, verehrte Gäste. Es ist eine gute alte Tradition, dass wir uns hier am Ehrenmal auf dem Pfarrfriedhof versammeln, um kurz innezuhalten und den Gefallenen beider Weltkriege sowie den Verstorbenen unserer Bruderschaft zu gedenken. Mit diesen Worten beginnt sinngemäß alljährlich die Ansprache hier an dieser Stelle. Traditionell stehen wir hier am Sonntagmorgen unseres alljährlichen Bröerfestes mit unserem gesamten Regiment, mit unseren Fahnen, unseren Marschmusikern und mit vielen geschätzten Gästen, um diesem Programmpunkt den besonderen Rahmen zu verleihen. Doch Corona hat in diesem Jahr vieles verändert. Wir Schützen werden auf eine harte Probe gestellt und Traditionen müssen zum Schutze der Gesundheit hinten angestellt werden. Wir mussten aufgrund des Verbotes zur Durchführung von Großveranstaltungen für unser Bröerfest nahezu alles und hier insbesondere die Festzeltveranstaltungen absagen. Als Bruderschaft Gindorf war es uns jedoch enorm wichtig, dass wir dennoch die gestrige Bruderschaftsmesse sowie diese Gedenkveranstaltung unter angepassten Bedingungen im kleinen Kreis mit unserem Präses Manni Jansen, unserem Schützenkönig Thomas Krempf mit seinen Adjutanten, Brudermeister Robert Hoppe, Geschäftsführer Horst Rodrigo, Oberst Thomas Schläger, Oberstadjutant Christian Koch, Jägermajor Peter Esser und als Ehrengast heute Morgen unser Bürgermeister Klaus Krützen durchführen und diese Veranstaltung per Livestream und Video zu Ihnen nach Hause übertragen. Ja, Corona hat vieles verändert und doch dreht die Welt sich immer noch weiter. Im Positiven wie im Negativen. Den sich im März unkontrollierbar anbahnenden Corona-Ausbruch Einhaltung aller auferlegten Maßnahmen Gott sei Dank relativ schnell eindämmen. Jedoch müssen wir auch unter Corona leider weiter mit ansehen, wie Despoten regieren, wie weltweit Kriege geführt werden, wie weiterhin Armut, Ausbeutung und Hungersnot existiert und nicht zuletzt, wie Rassismus und Extremismus verankert und weiter geschürt wird. Die verwendeten Instrumente sind auch im 21. Jahrhundert mittlerweile gut 75 Jahre nach dem letzten Weltkrieg leider immer noch dieselben. Rechts- und linksgesinnte Gruppierungen versuchen permanent, Volk und Gesellschaft zu spalten. Rassendenken, Ausgrenzung und Diskriminierung sind in unserem Alltag immer noch vorzufinden. Denken wir hierbei zum Beispiel an George Floyd oder an den rechtsradikalen Anschlag von Hanau mit 9 ermordeten Migranten in einer Shisha-Bar vor gerade mal 5 Monaten, im Februar diesen Jahres. Aber auch linksgerichtete Gewalttaten sind an der Tagesordnung. Hier sind symbolisch in unserer Region die Klimaaktivisten im Hambacher Forst sicherlich allen sehr präsent. Aber auch die permanent steigende Gewalt dieser Gruppierung gegen unsere Legislative, am Beispiel der Gewalttaten gegen unsere Polizei in Stuttgart vor ca. 3 Wochen. Mit diesem Beispiel möchte ich Ihnen und Euch deutlich machen, wie labil unsere Gesellschaft und somit die Demokratie in diesem Lande war und leider immer noch ist. Leider ist ein Großteil der Mitte unserer Gesellschaft, und wir Schützen sind ein Teil dieser Mitte, mittlerweile eine Art der Komfortzone und des Alltagstrotz abgestiegen. Und dadurch überlassen wir diesen Randgruppen, medial unterstützt in der öffentlichen Wahrnehmung, wieder mehr und mehr die Gestaltung unseres Landes. Wir müssen mehr denn je mit Tat und Wort für unsere Werte und die Gesellschaft einstehen. Denn wenn wir es schaffen, durch Aktivitäten in unseren Orten präsent zu sein, schaffen wir es Randgruppen. Und ich finde, das wird im Schützenwesen symbolisch sehr schön sichtbar mit den Zuschauern, die bei unseren Umzügen links und rechts an der Straße stehen, in die Mitte und somit auf unsere Straße zu holen und damit den Übertrag unserer Werte zu schaffen und somit den Nährboden für eine Spaltung der Gesellschaft zu nehmen. Chancen hierzu liegen tagtäglich vor der eigenen Haustür. Manchmal reicht unabhängig der Herkunft, der Hautfarbe, des Alters oder anderweitigen Gruppierungsmechanismen vielleicht ein kleines Hallo an eine fremde Person, eine herzliche Begrüßung neu zugezogener oder nach dem Kölner Motto "Dringt doch in den Mött" einfach mal auf einem im nächsten Jahr wieder stattfindenden Fest einem Unbekannten ein Bier auszugeben. Liebe Schützenbrüder, liebe Schützenfrauen, verehrte Gäste, wir gedenken heute Morgen insbesondere der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden oder deren Leben wegen einer Krankheit oder einer Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde.
Wir gedenken in freundschaftlicher Verbundenheit auch den Mitgliedern unserer Bruderschaft, die im vergangenen Jahr von uns gegangen sind oder aus gesundheitlichen Gründen stark eingeschränkt sind. Um derer zu gedenken und anschließend gemeinsam ein Gebet zu sprechen, bitte ich nun unseren Präses Manfred Jansen ans Mikrofon. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du bist für uns die Auferstehung und das Leben. Du hast uns in der Taufe versprochen, dass wir mit dir auferstehen dürfen, mit dir zum Vater gehen dürfen, um ewiges Leben zu haben. Das ist unsere Hoffnung. Das ist die Hoffnung so vieler. Und deshalb bitten wir dich heute Morgen ganz besonders für die Gefallenen und Vermissten des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die nicht freiwillig gegangen sind, die eingezogen wurden. Vielleicht auch hier zu Hause durch Granatsplitter oder Ähnliches getötet wurden. Du bist der, der uns die Tränen trocknet, weil wir durch dich Hoffnung haben. Tröste alle, die um sie geweint haben und weinen. Aber tröste auch die, deren wir so gedenken in unseren Tagen, die wir vermissen, weil sie gestorben sind, weil du sie heimgerufen hast. Die einfach mal in irgendeinem Jahr hinter der Regimentsfahne gelaufen sind, die schon seit 1671 getragen wird. Es sind so viele. Und deshalb bitten wir dich, erwecke in uns allen Glaube, Hoffnung und Liebe, damit wir für sie beten können, damit wir mit ihnen hoffen dürfen. Und sieh auch auf uns, denn noch ist unser Weg nicht vollendet. Wir gehen noch durch diese Welt, manchmal, so wie du auch gesagt hast, mit Angst, Sorge und Nöten. Komm uns entgegen und gib uns immer wieder neu die Hoffnung. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. So wollen wir aber auch all derer gedenken, ja, die im letzten Jahr von uns gegangen sind. Ich denke an Werner Radatz, der am 2.8. letzten Jahres verstarb. Er war jahrzehntelang ein Aktivposten im 5. Jägerzug. Und es sind ja nicht nur wir Brüder, sondern auch all die Frauen, die da mit nötig sind. So verstarb Elisabeth Hadig am 5.11. letzten Jahres als passives Bruderschaftsmitglied. Sie hat seit 14 die Mitgliedschaft ihres Mannes weitergeführt. Wir denken an Rolf Pascher, der am 26. Oktober letzten Jahres verstarb. Er war lange Zeit, viele Jahre Mitglied der Schwarzen Husaren und auch im Grenadierzug Erftstolz. Wir gedenken Herbert Moll, der am 5. April diesen Jahres verstarb. Ein gern gesehener Gast auf so vielen Bruderschaftsveranstaltungen. Ich glaube, es gibt kaum einen, der ihn nicht kannte. Ja, ihr seid von uns gegangen. Und wir haben auch Kerzen aufgestellt, die gleich noch vom Brudermeister entzündet werden. Sie sollen Zeugnis sein für die Ewigkeit. Sie stehen für Jesus Christus, diese Osterkerze, die in der Osternacht reingetragen wird. Und so hoffen auch wir, dass du, Gott, unser Verstorbenes letzten Jahres aufnimmst in dein Reich, sie dort ewig leben lässt. Und so segne an diesem Morgen alle, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg, deren wir gedenken, die auf diesem Friedhof ruhen, die aber auch in unseren Herzen sind und von uns gegangen sind. Eltern, Freunde, Verwandte. So segne es der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Taufe war das Taufwasser Zeichen für das ewige Leben, die Zusage Gottes für unser ewiges Leben. Dieses geweihte Wasser möge bestärken und bekräftigen, dass Gott, der Herr, das wahr macht, was er versprochen hat. So wollen wir zum Abschluss für alle unsere Verstorbenen das Gebet sprechen, das uns eine Zusage, eine Treue verspricht. Wir dürfen Gott Vater nennen. So beten wir für uns, für all die Brüder, die jetzt heute Morgen nicht hier sein können und dürfen, aber auch für ganz besonders für unsere Verstorbenen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als äußeres Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit für alle unseren verstorbenen Bruderschaftsmitglieder und Pfarrangehörigen wird unser Oberst nun gemeinsam mit unserem Schützenkönig einen Kranz niederlegen. Liebe Schützenfrauen, verehrte Gäste, nach all den nachdenklich stimmenden Worten möchten wir als Bruderschaft Gindorf jedoch gemeinsam auf jeden Fall positiv nach vorne schauen. Wir haben im kommenden Jahr die Möglichkeit, unserer Dorfgemeinschaft Gindorf-Gustorf und der gesamten Stadt Griffenbroich mit dem Bundesköniginnentag und unserem anschließenden 350-jährigen Bruderschaftsjubiläum zu zeigen, dass wir als kleine Bruderschaft mit unseren Schützen Großes schaffen können. Wir möchten dafür sorgen, dass sich kein Dorfbewohner diesem, unserem Sog entziehen kann. Mit dem Motto, wir starten durch ins Jahr 2021, möchten wir gemeinsam mit unserem Schützenkönigspaar Thomas und Jenny diesem Spirit den entsprechenden Ausdruck verleihen. Um Ihnen und Euch den Mund noch etwas wässriger zu machen, möchte ich noch ein paar Eckdaten und Highlights zu den kommenden beiden Großveranstaltungen nennen. Der Bundesköniginnentag findet am 8. und 9. Mai des kommenden Jahres statt. Am Samstagabend startet die Veranstaltung mit einem Empfang und einem anschließenden Festabend und der Sonntag beginnt dann mit dem großen Festgottesdienst auf der Ladestraße. Von dieser im Anschluss der Festzug
mit mehreren tausend Schützen und Marschmusikern sowie Königspaaren aus den Bruderschaften des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften startet. Der Ausgang des Festes findet nach dem Umzug im Festzelt an der Wassermühle statt. Dann nur knapp 9 Wochen später, vom 9. bis 12. Juli, feiern wir dann unser 350-jähriges Jubiläumsfest. Dieses Fest läuten wir dann am Freitagabend mit einem feierlichen Jubiläumsgalaabend ein. Als Kontrastprogramm folgt dann am Samstagabend eine rockige Jubiläumsparty im Festzelt an der Wassermühle und am Sonntagnachmittag werden wir dann mit unseren Dorfnachbarn einen Jubiläumsumzug mit dann hoffentlich auch wiederum mehr als 1000 Schützen durchführen, um dann das Jubiläumsfest am Montag würdig ausklingen zu lassen. Wir, und damit spreche ich gerne für alle Vorstandskollegen unserer Bruderschaft, freuen uns gemeinsam mit euch auf das Jahr 2021. Glück auf, bleibt gesund und bis bald, eure Bruderschaft Gindorf.